Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, heute ein weiteres Video zum Schaltplan. So, als erstes gehen wir mal hier drauf. Mit der Taste G ziehen wir uns mal den Connector ein bisschen nach links. Wir werden gleich hier ein bisschen was zeichnen und dann möchte ich euch etwas zeigen. So, hier oben gibt es den Button Netze hervorheben. Shortcut gibt es hier in dem Fall keinen. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, habe ich so eine Lupe und jetzt kann ich mir das Netz hervorheben lassen. Und jetzt sehen wir, dass der gesamte Schaltplan auf einer sogenannten Netzklasse liegt, nämlich auf einer einzigen, und das ist die Netzklasse Default. Es wird nämlich hier alles automatisch markiert. Wo finde ich diese Netzklassen? Die finde ich hier oben in den Schaltplan einrichten Button. Haben wir hier Netzklassen und wir sehen jetzt hier haben wir nur Default. Wir können uns dann weitere anlegen, das machen wir gleich. Ich breche mal hier wieder ab, dann beende ich mal das Werkzeug und wir müssen ja jetzt unseren Schaltplan noch ein bisschen weiter strukturieren. So, jetzt müssen wir KiCad mitteilen, dass das hier oben zum Beispiel auf 5 Volt liegt und hier unten, das ist der Ground. Wie machen wir das? Das ist die Taste P, da komme ich in die sogenannte Spannungssymbolauswahl. Und ich kann jetzt hier, genauso wie ich mit der Taste A in die Symbolauswahl komme, in die normale Symbolauswahl, kann ich jetzt hier Spannungssymbole auswählen. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel den Ground. Den nehmen wir gleich mal, sagen OK, dann hängt er hier dran. Das ist jetzt das Spannungssymbol Ground. Einmal kann ich einmal ablegen, hängt es immer noch dran, kann ich mehrmals ablegen. Wenn ich einmal Escape drücke, bin ich noch im Werkzeug an sich drin. Ich kann jetzt nochmal klicken, wir brauchen noch die 5 Volt. Haben wir jetzt hier die 5 Volt. Auch hier könnte ich, wenn ich das wollte, hier mit Wildcards, mit dem Sternchen arbeiten. Machen wir an der Stelle mal nicht. Sage ich jetzt okay und wir haben hier 5 Volt. Die legen wir uns natürlich hier oben ab. Ich könnte jetzt wieder mehrmals ablegen. Escape beenden einmal, Escape zweimal, ist das gesamte Werkzeug beendet. Wir gehen hier drauf, ziehen uns unsere Linie. Wenn ich hier drauf gehe, wird automatisch das Wire-Werkzeug ausgewählt. Wenn ich das nicht machen möchte, kann ich hier mit der Taste W drücken und mir meinen Wire hier so ziehen. Würde die Alternative sein. Gut, jetzt haben wir also zugewiesen, dieser Teil von unserem Schaltplan liegt auf 5 Volt, hier unten das liegt auf Ground. Das sehen wir auch gleich, wenn ich jetzt hier wieder auf Hervorheben gehe. Wenn ich hier drauf klicke, wird jetzt nicht mehr der gesamte Schaltplan hervorgehoben, sondern nur noch das, was auf 5 Volt liegt. Das ist im Prinzip eine Netzbezeichnung 5 Volt. Dann haben wir hier die andere Bezeichnung für Ground. Entsprechend klicke ich hier drauf, wird mir das angezeigt, was an Ground hängt. Gerade in großen Schaltplänen ist das wichtig, dass ich eben hier mir Netze hervorheben kann und gleich sehe, wo liegt hier Ground oder eben Plus oder was auch immer. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit oder anders gesagt, wir sehen, wenn ich jetzt hier drauf gehe, ist noch der Rest vom Schaltplan auf Default. Es gibt jetzt noch eine dritte Möglichkeit, das weiter zu bezeichnen. Das ist hier drüben der Button Layer Bezeichner hinzufügen. Dafür haben wir diesen Button. Oder eben die Taste L. Wenn ich hier drauf klicke, kann ich jetzt einen Namen vergeben. Ich nenne den mal Basis 1. Und dann machen wir hier mal ein OK. Legen das hier drauf und jetzt hat dieser Abschnitt hier den Bezeichner Basis 1. Ich gehe hier drauf, wir sehen, alles was jetzt an Basis 1 hängt, ist markiert. Gehe ich hier wieder drauf, wird wieder der ganze Rest vom Schaltplan markiert, weil das ja noch auf Default liegt. Wir vergeben nochmal einen zweiten Bezeichner. Ich gehe nochmal hier mit der Taste L rein, sage ich nochmal Basis 2 und gehe hier drauf und lege mir das mal hier ab. Und wir haben jetzt die Basis 2, kann ich auch wieder beweisen. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, sehen wir hier Basis 2, Basis 1 und das ist Default, der Rest. Wofür ist das jetzt wichtig? Wichtig ist das, wir müssen jetzt schon mal langsam an unsere Platine denken. Jetzt könnte es ja zum Beispiel sein, dass ich zum Beispiel meinen Ground und meine 5 Volt in einer anderen Leiterbahnstärke zeichnen möchte als Default und dass die Basis hier zum Beispiel wiederum in einer anderen Leiterbahnstärke oder mit anderen Vias gezeichnet werden soll als Default oder als eben dieses, als die Stromversorgung hier. So, und dazu müssen wir uns jetzt, um das festlegen zu können, müssen wir uns mal noch ein bisschen mit Netzklassen beschäftigen. Wir gehen ja mal hier oben rein. Wir haben also die Netzklasse Default. Und
Jetzt möchte ich dann hier noch eine weitere anlegen, die nennen wir mal Plus. Wir geben da auch mal eine andere Farbe. Wir nennen das mal, machen das mal rot. Dann legen wir uns noch mal eine für Ground an. Die machen wir mal in Schwarz und sagen, wir möchten jetzt hier eine Strichlinie machen. Ich könnte jetzt hier sogar auch noch die Strichstärke, also hier diese Strichstärke ändern. Das lasse ich mal an dieser Stelle und wir machen noch mal eine für Basis. Die machen wir einfach mal in Blau, nur um euch das mal zu zeigen. Und wir machen da hier hinten eine Strich-Punkt-Punkt-Linie. So, okay. Jetzt haben wir das hinterlegt und jetzt müssen wir das noch zuweisen. Dafür gibt es hier diesen sogenannten Netzklassen-Anweisungsbezeichner. Den können wir hier drüben auswählen. Dann gehen wir mal hier drauf und sagen, wir möchten jetzt mal Basis machen. Also die Basis. Dann kann ich hier noch sagen, möchte ich dieses mit so verschiedenen Darstellungen haben. Ich mache das jetzt mal hier an der Stelle mit einem Kreis. Dann hängt das hier dran. Und ich lege das mal hier auf dieser Fläche ab. Und schwupp, sehen wir, dass jetzt das blau wird und diese gestrichelt wird. Sollte das mal nicht passieren, dann, das kann manchmal sein, dass KiCad das nicht aktualisiert, dann einfach speichern, den Schaltplan nochmal schließen und wieder öffnen, dann sollte der das übernehmen. Auch hier dieses Element kann ich wieder bewegen, so wie ich das mit anderen Elementen auch kann. Ich setze das mal hier oben hin. Dann gehen wir wieder auf unseren Anweiser. Wir machen noch einmal die Basis. Wollen ja noch die andere Seite hier anlegen. Dann gehen wir auf dieses Element, können wir hier direkt anklicken, solange ich im Werkzeug noch drin bin. Dann nehmen wir mal unser Plus, legen das hier ab. Wir sehen, es wird gleich rot. Und hier unten nehmen wir dann noch unseren Ground. Und wenn das jetzt alles funktioniert, können wir mit der Taste R auch drehen, können wir das entsprechend so rum ablegen. Damit hätten wir das. Wenn ich jetzt hier diesen Kreis zum Beispiel noch meinen Schaltplan noch weiter darstellen möchte, könnte ich das jetzt hier anwählen, gehe nochmal auf Eigenschaften und sage, ich möchte das jetzt hier mit einem Punkt beschriftet haben. Dann könnte ich das so machen. Oder hier möchte ich mal, gehe ich mal drauf, Taste E, komme ich hier rauf und wir machen hier mal ein Rechteck draus. Und den Namen möchte ich zum Beispiel nicht mehr anzeigen hier. Dann gehen wir mal hier drauf und dann sehen wir, haben wir jetzt hier ein Rechteck und der Name wird nicht mehr angezeigt. Können wir hier auch mal noch machen, Taste E, Namen nicht anzeigen und ein Rechteck. So kann ich mir das also grafisch entsprechend anpassen, wie ich das haben möchte und kann damit auch meinem Schaltplan hier schon etwas farbiger strukturieren. Gerade auf einem Farbausdruck sieht das dann hervorragend aus. So, damit haben wir also jetzt mehrere Netzklassen plus Ground, Default und hier die Basis. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Alles weitere dann im nächsten Video zum Schaltplan.